Heute ist Tag der gesunden Ernährung. Guten Abend zur Phoenix-Runde. Aber ganz ehrlich, auch wenn der Verbraucher auf gesunde Ernährung achtet, am Ende verderben einem die omnipräsenten Lebensmittelskandale irgendwie den Geschmack. Wöchentlich wird uns ein neuer serviert. Pferdefleisch, falsche Eier, Schimmelpilz im Tierfutter. Das Vertrauen der Verbraucher schwindet. Die Lebensmittelindustrie wehrt sich und die Politik rennt den Skandalen hinterher. Doch was ist das richtige Rezept? Mehr Kontrollen, bewusster Einkaufen, strengere Gesetze. Igitt essen, Lebensmittelskandale und kein Ende. Darüber diskutiere ich jetzt mit meinen Gästen. Bärbel Höhn, stellvertretende Vorsitzende der Bundestagsfraktion von Bündnis 90 Die Grünen. Sie sagt, Tiere sind keine Import-Export-Ware. Wir brauchen Transparenz über die Transportwege, die Tierhaltungsbedingungen und die Inhaltsstoffe von Lebensmitteln. Heiko Terno vom Deutschen Bauernverband. Ich habe als Bauer keinerlei Verständnis für die jüngsten Lebensmittelskandale, sagt er und fragt sich, wo kommen wir denn hin, wenn man sich nicht an die Gesetze hält? Jutta Jaksche von der Bundesverbraucherzentrale. Qualität sichern, klar kennzeichnen und bei der Aufmachung von Lebensmitteln ehrlich sein, meint sie. Und Stefan Becker-Sonnenschein, Geschäftsführer des Vereins Die Lebensmittelwirtschaft. Die aktuellen Vorfälle müssen genutzt werden, um Qualitätsprozesse zu überprüfen und zu verbessern, sagt er. Dadurch stellen wir sicher, dass Qualität und Sicherheit in Deutschland auf höchstem Niveau bleiben. Herr Becker-Sonnenschein, kann man gerade von höchstem Niveau sprechen momentan? Ja, ich denke, das kann man schon. Es gibt natürlich einige Vorfälle, die unbedingt aufgeklärt werden müssen, und zwar lückenlos aufgeklärt werden müssen. Aber wenn man sich anschaut, dass bei derzeit ungefähr 160.000 Lebensmittelprodukten im Markt in der Lebensmittelklarheit, diese Webseite, die es gibt, in der Woche ungefähr 5 genannt werden, dann ergibt es einen Sicherheitswert von 99,98%. Mhm. Und von daher ist das höchste Qualität und höchste Sicherheit. Herr Terno, Sie sind selbst Bauer, sprechen auch für die Bauern. Die Landwirte sind ja nun zum Teil Opfer, aber zum Teil stecken sie auch mittendrin. Leidet das Image gerade sehr? Haben Sie da gerade einen Tiefpunkt? Sicherlich leidet das Image darunter. Und das ist oft das Entschiedenste zu verurteilen, wie hier gegen Gesetze verstoßen wird. Und da sagen wir auch als Berufsstand, da muss rigoros vorgegangen werden. Das ist ein Fall für den Staatsanwalt. Wir deutschen Bauern sind eigentlich stolz auf unsere Leistungen, die wir jeden Tag erbringen. Und nicht mit jeden Tag, meine 7 Tage die Woche, 24 Stunden am Tag, fühlen wir uns für unsere Tiere verantwortlich und denke, erzeugen eigentlich relativ gute Produkte, die natürlich, wir sind nur ein Teil einer Kette, nicht? Und letztendlich, ja, das Lebensmittel dann im Laden kommt, haben viele dran gearbeitet und auf diesem Weg kann eben auch viel manipuliert werden. Mhm. Und oftmals ist ja auch so, dass Lebensmittel erstmal hin und her gefahren werden zur Verarbeitung und konservieren, eher sie dann auf dem Ladentisch landen. Frau Jaksche, die Verbraucher sind nun wirklich völlig verunsichert. Es gibt eben diese Produkte, wie Sie gerade gesagt haben, die irgendwie Kettenreaktionen von da nach da nach da geschoben werden. Man weiß eigentlich gar nicht mehr, was auf dem Tisch landet. Merken Sie momentan, dass auch immer mehr Anfragen an Sie kommen, dass wirklich die Verunsicherung größer geworden ist? Oder gibt es gar nicht so einen Unterschied? Also wir merken natürlich schon verstärkt das Interesse von Verbrauchern zu wissen, gerade um welche Produkte es sich beispielsweise handelt. Das ist ja in diesen Skandalzeiten immer ganz wichtig für die Verbraucher zu wissen, wie kann ich mich denn jetzt eigentlich konkret verhalten? Also soll ich dieses oder jenes Produkt kaufen? Habe ich vielleicht sogar noch ein entsprechendes Produkt im Kühlschrank, was ich vielleicht entsorgen möchte? Oder eben ich möchte wissen, wie ich damit umgehen kann. Danach fragen Verbraucher natürlich verstärkt und finden in diesen Zeiten, wo wir einfach auch rechtliche Unsicherheiten haben, nicht immer die Antworten, die Sie sich wünschen. Mhm. Das Produkt aber nicht entsorgen, sondern zurückgeben, dann kriegen Sie das Geld zurück. Die 1,49 Euro für die Lasagne. Auf jeden Fall. Frau Höhn, es gab ja diese Skandale immer wieder. Das ist nicht der erste Skandal und das liegt tatsächlich auch, würde ich sagen, Jahrzehnte zurück. Dann hat man es aber oft wieder vergessen. Jetzt sind Sie so massiv da. Wird das aber trotzdem wieder in 3-4 Wochen einfach wieder runtergespult? Also 3 Lebensmittelskandale in 2,5 Wochen, das ist schon etwas, was ich auch nicht so oft erlebt habe. Ich glaube noch gar nicht. Ja, haben also noch nie erlebt. Genau, also das ist schon irgendwie was Besonderes. Und ich glaube, dass man aus jedem dieser Skandale lernen muss und etwas ändern muss. Also es reicht, glaube ich, nicht, einfach mal darüber zu diskutieren und dann zu sagen, wir gehen wieder zur Tagesordnung über. Und deshalb würde ich zum Beispiel, wenn wir jetzt die Lebensmittelunternehmen uns angucken, dann waren das diesmal Eigenmarken. Und ich glaube, dass sich die Lebensmittelwirtschaft da was überlegen muss. Weil wenn das die Eigenmarke sozusagen
sozusagen betrifft. Also erstmal war das für die Verbraucher eine neue Information. Viele wussten das, glaube ich, nicht, dass egal, wo sie die Lasagne kaufen, mit welchem Eigenmarke auch immer, es ist immer derselbe Lieferant. Ja, es ist auch interessant, in welchen Laden man auch immer ging, es war immer derselbe Lieferant. Und zweitens ist natürlich für sie schon ein Problem, wenn sie immer sagen, ja, das ist jetzt von diesem Lieferanten gekommen, aber die Kette vorher kennen wir nicht, dann am Ende sind sie ja auch die Leidtragenden. Also sie müssen am Ende dann das Vertrauen von den Verbrauchern wieder aufarbeiten. Und ich glaube, sie müssen da was ändern. Sie müssen stärker darauf bestehen, auch die ganze Kette zu kennen. Wir wollen auch gleich darüber sprechen, was sich ändern muss. Aber sind die Skandale, die wir jetzt erleben, anders als die vor 10, 15 Jahren? Sind die massiver, stärker geworden? Also natürlich schätze ich mal, dass wir eigentlich mehr Skandale haben müssten im Laufe der Zeit. Und zwar deshalb, weil die Globalisierung einfach stärker vorangeschritten ist. Und globale Warenströme bedeuten einfach mehr anonyme Lieferantenketten. Und da kann sich natürlich gerade bei Fleisch oder hochwertigen Produkten irgendjemand dazwischen hängen und sagen, oh, da versuche ich noch mal einen Reibach zu machen. Mhm. So, also das heißt, so ein Futtermittelskandal ist eigentlich so was Klassisches. Das haben wir schon sehr oft gehabt, weil das ist so ein Weg, wenn man, ich sag mal, billiges Futtermittel oder Abfälle oder so dazwischen mischen kann und vielleicht auch so dazwischen mischen kann, dass die Grenzwerte nicht erreicht werden, dann hat man natürlich ein gutes Geschäft gemacht. Und deshalb, weil auch die Lebensmittelpreise bei uns hier sehr niedrig sind, kommt das auch immer wieder vor. Also das ist so ein klassischer Fall, gerade was, ich sag mal, Fleisch angeht oder Milchprodukte oder so. Nun versucht ja die Politik immer wieder zu beruhigen. Es gibt den einen oder anderen Aktionsplan jedes Mal. Ist das denn wirklich etwas, was nutzt? Also ich habe das Gefühl, aber auch vor 10 oder 15 Jahren, es verläuft eigentlich immer wieder im Sande. Es gibt diese Pläne, aber letztendlich verändert sich nicht so viel. Nee, also ich glaube, man muss jeden Skandal nutzen, damit sich was ändert. Mhm. Also zum Beispiel, ich habe ja damals sehr viel mit dem BSE-Skandal zu tun gehabt. Und wir haben damals ja die Kennzeichnung bei Rindfleisch verändert. Also es ist jetzt ja auf jedem Rindfleisch eben drauf. Wo ist es aufgewachsen? Wo ist es geboren? Wo ist geschlachtet? Eben nicht in den Fertigprodukten. Also man muss immer auch Schritt für Schritt gehen. Und genau das, was wir damals fürs Rind gemacht haben, soll ja jetzt auch für Schwein und so weiter gemacht werden. Also das ist schon erstmal eine neue Information. Mhm. Aber auch aus diesen Skandalen, die ja auch Täuschungen waren, ja, mit den Eiern, finde ich, muss man lernen. Und wir wissen, dass das Kontrollsystem nicht optimal ist. Die Bundesministerin hat nach dem Dioxinskandal einen Bericht des Bundesrechnungshofes machen lassen. Da sind dezidiert die Defizite aufgelistet. Und eigentlich wäre es jetzt in diesem Skandal die Notwendigkeit zu sagen, jetzt gehen wir diese Defizite an. Es ist ja so, dass es viel über Eigenkontrollen läuft, dass die Betriebe tatsächlich selbst kontrollieren und auch bei jetzt Pferdefleisch und Rindfleisch ist es dadurch aufgefallen. Aber reichen diese Kontrollen wirklich aus? Also an welcher Stelle Pferdefleisch aufgefallen ist, weiß ich nicht. Das ist so ein Punkt, der hoffentlich hier in der Sendung heute von irgendjemandem beigetragen wird. Wie es gefunden wurde, war aber, ich weiß nicht, ob es gezielt bei einer Kontrolle aufgekommen ist. Es geht grundsätzlich um Eigenkontrollen, ob die sozusagen ausreichen. Also wenn man jetzt auf die Milchwirtschaft geht, die Eigenkontrollen reichen exzellent aus. Es hat ja auch Herr Hensler gesagt, vom BFR zu keiner Zeit irgendeine Gefährdung bestanden in dem Zusammenhang mit dem Mais und dem Aflatoxin-Schimmelpilz. Von daher war da nie eine Gefährdung. Es handelt sich hier auch bei den anderen Fällen, bei den Eiern und vor allem bei dem Pferdefleisch ganz klar, wie Sie auch gesagt haben, um einen Betrug. Und da muss man sich natürlich schon Gedanken machen, wie man diesen Betrug aufklärt und welche Kontrollen man da durchführen muss, um solche Betrügereien solchen Betrügern das Handwerk zu legen, ist natürlich eine große Frage. Wenn man sich die Stichproben anschaut, jede Stichprobe kann nur das rausfinden, was sie vorher reingeben, was gesucht werden soll. Wenn sie in eine Stichprobe kein Pferdefleisch reingeben, werden sie auch Jahre und Jahrzehnte keins finden. Und von daher ist natürlich wichtig, ein Gespräch zu führen, wie kann man diese Kontrollen weiter verbessern, damit solch eine Betrügerei nicht mehr vorkommen kann. Ich will noch mal ganz kurz auf den Schimmel eingehen, weil das war mir jetzt ein bisschen zu verharmlosend. Also heute gab es nämlich die Meldung, dass tatsächlich in Milch auch Spuren gefunden worden sind. Spuren? Ja, nee, nicht nur Spuren, sondern da sondern ist ja der Grenzwert auch überschritten gewesen. Aber selbst wenn bei jedem dieser Proben der Grenzwert nicht überschritten ist, dann finde ich, können wir nicht einfach sagen, ja, ist ja nicht schlimm, der Grenzwert ist nicht überschritten. Weil es ist Schimmel,
Es ist nicht in Ordnung. Und wenn wir das sagen würden, dann würden wir im Prinzip zur kriminellen Energie auffordern. Das würde heißen, aha, das ist genau der Weg, den man gehen kann. Genau. Man kann ruhig schimmeliges Mais zum Beispiel dazu mischen. Man kann es so verdünnen, dass es unterm Grenzwert bleibt. Und dann ist ja alles in Ordnung. Deshalb finde ich, kann man das nicht einfach stehen lassen. Das wäre ja alles unterm Grenzwert und prima. Weil das würde ja sozusagen die Aufforderung zur kriminellen Energie sein. Völlig richtig. Da stimme ich Ihnen vollkommen zu. Man muss das noch viel stärker verbessern, dieses System, und noch viel genauer kontrollieren. Da gebe ich Ihnen recht, aber man muss zumindest festhalten, dass zu keinem Zeitpunkt eine wirkliche Gefährdung ist und dass es ein exzellentes System auch im Markt schon gibt. Aber es muss natürlich auch jemand da sein, der diese Eigenkontrollen auch wirklich wirksam kontrolliert, dass da also wirklich ein System dahinter steckt, was bessere Vorgaben zum Beispiel macht. Das war ja auch zum Beispiel einer der Punkte aus diesem Dioxinskandal. Anschließend hat man gesagt, wir wollen viel stärkere Vorgaben machen. Wann sind Eigenkontrollen noch ausreichend, beziehungsweise was müssen die alles umfassen? Und da wäre natürlich auch so eine Forderung, dass man sagt, in der Kette ganz bis zum Anfang zurück, in ganz kurzer Zeit muss also jeder in der Kette, in dieser Futter- und Lebensmittelkette in der Lage zu sein, wo hat die Kette ihren Anfang genommen? Ne? Wo kommt das Roherzeugnis her? Und da braucht man natürlich eine starke Lebensmittelüberwachung. Und das ist ja ein grundsätzliches Problem, was wir in Deutschland auch haben, dass wir hier durch den Föderalismus eben 16 verschiedene Länder interpretieren. Da sind die Länder zuständig dann? Die Länder sind zuständig für die Lebensmittelüberwachung. Und das war ja auch Ergebnis des Berichtes des Bundesrechnungshofes, dass wir derzeit eine Situation haben, die eigentlich nicht geeignet ist, die aktuellen Probleme wirklich wirksam zu bekämpfen. Wir haben diese vielgliedrige Kette, von der wir gerade gesprochen haben. Also immer mehr Hände sind zwischen der dem Roherzeugnis und dem Verbraucher. Wir haben verschiedenste neue Vertriebswege. Lebensmittel werden inzwischen ja auch übers Internet vermarktet, wo wir ganz schlechte Möglichkeiten haben, diesen Markt zu kontrollieren. Und das heißt also, wir müssen das System moderner gestalten. Im Moment hinken wir eigentlich ja der globalen Entwicklung hinterher. Und dazu braucht man eben eine neue, also eigentlich, dass Bund und Länder sich wirklich vereinbaren, die Lebensmittelüberwachung in Deutschland neu aufzustellen. Herr Tello, wenn wir mal über Kontrollen tatsächlich sprechen, Sie arbeiten in einem großen Unternehmen. Wo ja, aber ich denke gerade diese Situation hat ja gezeigt, dass wir ein funktionierendes System haben. Wie läuft das denn rein praktisch ab? Wie oft kontrollieren Sie da? Wie läuft das? Wir erzeugen ja keine Milch, wir sind ein Mutterkuhbetrieb und haben ja ausschließlich Weidehaltung, sodass wir da gar nicht in diesen Konflikt kommen. Aber wenn ich jetzt mal für die Veredelungsbetriebe sprechen darf, hier hat man doch gesehen, dass die Eigenkontrollen funktionieren nicht. Es ist im Mais eben Aflatoxin B1 festgestellt worden in Eigenkontrollen, das ist gemeldet worden. Es ist bei den Molkereien heute in der Milch festgestellt worden, es ist gemeldet worden. Erst durch dieses System sind wir doch heute erst in der Lage, dahinter zu kommen, wo Fehler sind in der Kette. Das wäre ja vor Jahren noch gar nicht vorstellbar gewesen. Und diese Rückverfolgbarkeit, dass man dann überhaupt weiß, wo ist das Futter hingekommen, das wäre ja vor Jahren noch gar nicht möglich gewesen. Also wir haben einen sehr hohen Standard und können bis zum Hof zurückverfolgen, die einzelnen Partien. Aber es sind Stichproben, die gemacht werden. Das System ist so eng, dass täglich gemessen wird und täglich bis zum einzelnen Hof überprüft wird. Wird wirklich täglich kontrolliert? Der Grund dafür ist, dass Aflatoxin ist ja ein Bestandteil, der in der Natur vorkommt, der in vielen unterschiedlichen Substanzen vorkommt, unter anderem auch im Mais, aber auch in Nüssen und in vielen anderen. Und da ist es umso wichtiger, dass da eine ganz gezielte Kontrolle durchgeführt wurde. Das ist eine Errungenschaft, die man erreicht hat in dem Bereich, dass da wirklich sehr dicht untersucht wird und von daher eben eine Gefährdung ausgeschlossen ist. Es würde mich sehr wundern, wenn Milch in den Verkehr käme, in der eine Aflatoxin-Verseuchung drin wäre. Weil wir sprechen aber nicht nur über Milch, sondern es gibt eben sehr viele Lebensmittel, die betroffen sind. Wir sprechen jetzt über den Skandal Milch und da an der Stelle ist es sehr dicht. Und das, vielleicht darf ich das ergänzen. Ich glaube, es ist ganz entscheidend, wenn Sie so allgemein über Skandale reden. Die Vielfalt und der Facettenreichtum der Lebensmittelwirtschaft in Deutschland ist gigantisch. Wie ich am Anfang schon sagte, wir haben 160.000 Produkte und da läuft eigentlich alles extrem sicher ab. Und gerade dieser Fall mit dem Mais zeigt, dass da Systeme
etabliert wurden auf der Basis von früheren Skandalen oder von früheren Vorfällen, die einfach wirklich sehr dicht und sehr zuverlässig und sehr sicher sind und keine großen. Also das sehe ich nicht. Also in diesem Fall war es der Kollege, war es nämlich der Bauer. Ja? Der hat nämlich bei seiner Probe in der Milch festgestellt, dass da Schimmel drin ist und hat das gemeldet. So. Zum Glück. Ja. Das ist ja, deshalb sage ich, das ist ja auch in Ordnung. Ja? Mhm. So, aber ich finde, das ist einer der sensiblen Punkte bei vielen dieser Skandale ist, das sind die Futtermittelhersteller. So, weil das haben wir ja so oft erlebt, dass es so eben der eine oder andere dann. Also bei diesem Mais zum Beispiel, das war seit Wochen und Monaten bekannt, es gibt diesen schimmeligen Mais aus Serbien. So, wenn ich da als Futtermittelhersteller das kaufe, ja, dann muss ich es extrem beproben. Und dann zu sagen, ja, da waren Nester von Schimmel und deshalb haben wir das alle beprobt und haben irgendwie nichts gefunden. Also das, da sagt mir jeder Experte, das kann nicht so sein. Weil wenn da Nester drin waren, durch die Verlade, Vorgänge und so weiter, vermischt sich das und das hätte man finden müssen. Ja. Außerdem ist er jetzt bei dem jetzigen neuen Vorfall in Nordrhein-Westfalen. Das ist ja eine andere Charge gewesen, die ist ja über Rotterdam gekommen. Und da hat ja der Futtermittelhersteller das auch gefunden und gemeldet. So. Mhm. Also insofern finde ich, muss man schon bestimmte, ich sag mal, sensible Bereiche, da reichen mir die Kontrollen nicht aus. Ja, weil da muss man einfach dann stärker hingucken und muss vielleicht dann auch sowas, also eine andere Art von Kontrolle Wer haben. Wer muss denn stärker hingucken? Ich glaube, an diesem Kontrolle Fall wäre es auch, auch der Staat, dass man einfach sagt, es kann eigentlich nicht immer sein, dass es die Kommunen Lebensmittelkontrolleure sind, sondern da muss es eigentlich eine Vorgabe von der Bundesebene geben. Aha, guckt mal, macht auch so Teams, die mehr können als nur Lebensmittelchemiker, sondern geht einfach hin und checkt mal die Daten auf dem Markt. Aha, hier gibt es schimmeligen Mais. Versucht dann, da könnte ein Problem draus werden. Oder da gibt es total viel Pferdefleisch in Osteuropa, weil sich da die Fuhrwerke sozusagen, die dürfen auf den Straßen nicht mehr fahren. Das ist ein Strukturwandel. Dann soll das Pferd verwertet werden. Und wo bleibt eigentlich das ganze Pferdefleisch? Weil man plötzlich merkt, da ist ja gar nicht so viel da. Also Vorsorge letztendlich, dass sozusagen mehr Vorsorge betrieben wird. Ja, und eben auch Einbindung der EU letztendlich. Richtig. Also, weil die Draufsicht, die kann man ja eigentlich nur dann auch herstellen, wenn man zusammenarbeitet. Ganz eng mit zum Beispiel Europol, mit der europäischen Polizei, mit den entsprechenden Behörden, die für Lebensmittelsicherheit oder auch für das Management in der EU zuständig sind. Und da muss man ja auch sicherstellen, dass man wirklich in allen Mitgliedstaaten den gleichen Standard hat. Und genauso wie wir hier in Deutschland eben den gleichen Standard in den Bundesländern haben wollen. Und dafür braucht man unseres Erachtens eben auch so eine Art Draufsicht. Also wirklich Personen, die dafür abgestellt sind, eben so ähnlich geschickt zu sein wie andere, die eben kriminelle Energie entwickeln. So muss es eben Leute geben, die diese kriminelle Energie auch schon mal vorher erdenken und dann eben auch die Stoffströme wirklich konsequent untersuchen und unterbinden. Aber die Kontrollen gibt es doch. Also die kreislichen Lebensmittelüberwachungsämter, die kommen bei uns auf den Betrieb unangemeldet. Lassen sich alle Futterlieferungen zeigen und dann das wird ist rausgegangen. Kleinteilig. Das kann doch, das kann doch die, ja, wer der soll kommunale, das bezahlen? Wer soll das bezahlen, wenn wir das großflächig untersuchen wollen? Nee, aus meiner Sicht muss das anders sein. Dass sozusagen die Lebensmittelkontrolleure vom Kreis zu Ihnen kommen, das ist ja okay. Richtig. Aber wir haben international agierende Konzerne. Wir haben gerade über diese Globalisierung geredet. Ja. Und da macht es natürlich wenig Sinn, dass der kommunale Kontrolleur das macht, sondern da muss man mindestens auf Landesebene im Prinzip so Stabstellen haben, die zum Beispiel viel mehr zu den Hotspots gehen. Es macht ja viel mehr Sinn, dass man direkt bei der Ladung vom Schiff kontrolliert und nicht nachher bei dem einzelnen Bauern. Ja, das ist ja schon total verteilt. Es macht viel mehr Sinn, und das machen ja auch einige, dass man eben stärker, ich sag mal, bei den Futtermittelunternehmen kontrolliert. Weil da wird es dann vermischt. Ja? Bevor es vermischt wird, kann ich ja viel eher eine Ursache finden. So, und das, glaube ich, da sind dann die kommunalen Lebensmittelkontrolleure überfordert. Weil das eine sind international agierende Unternehmen und das andere sind welche, die gut auf den Hof gehen können, gut in ein Restaurant gehen können, gut in eine Pommesbude gehen können. Aber bei internationalen großen Konzernen sind die überfordert. Wenn Sie einkaufen, Futtermittel beispielsweise, wie geht man denn selber mit um? Wundert man sich nicht, ups, das ist jetzt relativ teuer, billig und sagt, nehme ich das oder nehme ich das nicht? Meine, die Bauern sind unter Preisdruck, auch das ist bekannt. Aber wie gehen Sie damit um, schon beim Einkauf? Also vom billigen Futter können wir ja zurzeit überhaupt gar nicht reden. Nicht? Wir haben beim Getreide doppelte Preise wie vor einem Jahr.
Und ich gehe mal davon aus, wenn ich heute ein Futtermittel kaufe, egal was es kostet, gehe ich einfach davon aus, dass es einwandfrei ist und ich den Tieren und letztendlich den Menschen mit meinem erzeugten Lebensmittel keinen Schaden zufüge. Nicht? Davon gehe ich erstmal aus. Mhm. Ja? Ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Man muss sich darauf verlassen, dass das, was man von jemandem kauft, vom Inhalt her in Ordnung ist und dass die Verantwortung bei demjenigen liegt, von dem man die Ware abkauft. Das ist in jedem Handel letztendlich aber üblich und selbstverständlich. Aber man kann sich scheinbar nicht drauf verlassen, ja? Man kann sich schon drauf verlassen, aber wenn man sich nicht drauf verlassen kann, dann muss man natürlich auch Mittel ergreifen, um solchen, wenn es dann womöglich auch noch betrügerisch ist, um solchen Betrügern das Handwerk zu legen. Und da bin ich ganz bei Ihnen, wenn der Eindruck entsteht, dass hier immer wieder versucht wird, mit betrügerischen Mitteln etwas zu machen, dann muss man eine Anzeige erstatten. Das ist in den Fällen, die wir jetzt alle drei besprochen haben, erfolgt. Diese Anzeige wird verfolgt. Da gibt es Behörden, die sich darum kümmern, Institutionen. Das ist aber nicht ein Thema, in dem jetzt wir viel tun können, sondern es ist ein Untersuchungsprozess. Nein, da wird ja die Verantwortung immer wieder gerne weitergeschoben. 165 Milliarden Euro Umsatz. Die rechtliche Verantwortung wird erstmal werden jährlich gemacht. Gut, hier gab es tatsächlich Täuschungsfälle. Es gibt Ermittlungsverfahren. Aber es ist natürlich auch die Frage, ob man permanent jetzt bei allen Skandalen sagen kann, gut, das ist jetzt mafiöse Struktur oder kriminelle Macht. Wir können nichts machen. Hat die Lebensmittelindustrie nicht selbst auch eine gewisse Verantwortung? Ja, selbstverständlich hat sie eine Verantwortung. Die nimmt sie ja auch wahr. Und die nimmt sie ganz entschieden an all den Punkten wahr, die dafür sorgen, dass eben eine Versorgung von 82 Millionen Menschen in Deutschland jederzeit täglich dreimal am Tag mit einer gigantischen Vielfalt perfekt erfolgt. Und wie ich vorhin schon sagte, bei einer Meldequote in Lebensmittelwarnung oder bei einer Meldequote in dem europäischen System RASFF von täglich ungefähr einer Meldung in ganz Europa oder zwei Meldungen gibt es da, liegen wir bei einem Sicherheitsstandard von 99,98%. Ich finde, das ist exzellent. Aber können Sie 100%ige Garantie erfassen? Es ist besser als jeder Telekommunikationsanbieter auf jeden Fall. Aber ich bezweifle eine 100%ige Garantie. Das bezweifle ich auch. Das wird es nie geben. Es gibt immer Leute, die versuchen, sich zu bereichern in dem System. Aber es geht jetzt erstmal darum, die Masse der Lebensmittelwirtschaft ist so viel größer. Wir reden hier über einen kleinen Ausschnitt. Und dieser Ausschnitt, in dem gibt es Verbesserungsbedarf. Der muss auch herbeigeführt werden. Es muss lückenlos aufgeklärt werden, an welchen Stellen das System nicht funktioniert. Aber, und da muss nachgebessert werden. Das ist mir so einfach, weil Sie haben doch momentan einen massiven Imageschaden. So. Und dieser Imageschaden liegt auch daran, dass Sie einfach sagen, es reicht mir, wenn ich das von meinem Lieferanten bekomme. Ich will gar nicht wissen, von wem er das hat und wie die ganze Kette war. Das ist ja gar nicht meine Zuständigkeit. So, und ich finde, in Ihrem eigenen Interesse müssten Sie eigentlich viel stärker sagen, wir wollen eine Transparenz dieser Lieferkette, weil Sie am Ende der Geschädigte sind. Aber ich habe manchmal den Eindruck, Sie wollen es auch deshalb nicht wissen, weil Sie gar nicht genau wissen wollen, was denn dahinter war. Weil ich sage mal, manchmal ist man ja auch ganz froh, dass man in der Konkurrenz, die man so hat auf diesem Markt, der ja richtig hart ist, das ist ja ohne Frage, sagt, okay, da ist ja irgendwie eine etwas billigere Charge, umso besser. Ja? Und dass man vielleicht gar nicht unbedingt wissen will, was dahinter ist und sagt, ja, der Lieferant ist ja, das ist ja so in Ordnung, auf den kann ich mich verlassen, mehr will ich gar nicht wissen. Ich glaube, Sie müssen sich das überlegen, ob Sie nicht viel mehr Verantwortung für die ganze Kette übernehmen müssen. Ich denke, dass zunächst einmal, was das Vertrauen in die Lebensmittel betrifft, die Zufriedenheit, hatte die Studie von Frau Aigner vom BML jetzt am Anfang des Jahres ergeben, dass 91% sehr zufrieden sind mit den Lebensmitteln. Und eine Studie von Oetker, auch Anfang dieses Jahres rausgekommen, hat gezeigt, dass... Studien sind immer relativ, da gibt es andere Studien, wo viele Menschen nicht. Aber das ist mal erst die Basis. Also, und dieses Vertrauen erarbeitet man sich nicht, wenn Sie sagen, dass da womöglich nicht sauber gearbeitet wird. Ich glaube, alle Beteiligten in diesem Markt haben großes Interesse daran, mit ihren Lieferanten immer den besten Deal zu machen, in Anführungszeichen. Aber da geht's im Sinne ums von Zuverlässigkeit Geld, und Qualität. Hauptsächlich. Es geht ja schon darum, wie kann ich günstig kaufen, weil die Menschen günstig wollen. Nein, glaube ich nicht. Es gibt ja auch unterschiedliche, wir müssen ja auch sehen, hier zum Beispiel Futtermittel wird irgendwo in der Welt produziert, da gibt es dann einen gewissen Standard, sagen wir mal einen guten Herstellungspraxis sozusagen. Da gibt es auch bestimmte Prüfungen und dann haben wir in Deutschland ein anderes System, was quasi diese Menge aufnimmt und da verlässt man sich natürlich auch immer auf bestimmte Zertifizierer und das, glaube ich, muss man auch viel systematischer erfassen, dass man also auch nicht nur dieses Vertrauen jetzt gerne in Kauf nimmt, weil man dann sagt, hat man größere Mengen, also einigen wir uns alle auf einen Standard, sondern dass man auch dahinter fragt, ob nicht dieses sich immer einigen auf bestimmte Standards dann zu einer Verschlechterung insgesamt führt, ne? Weil man ja immer die Regeln anderer Hersteller
Hersteller dann immer weiter natürlich akzeptieren muss. Wir dürfen uns aber nicht zu bürokratisieren, nicht? Diese Zertifizierung, das kostet den Futtermittelherstellern so viel Geld. Und wenn es dann überhaupt nichts bringt, warum wollen wir denn da an diesen Zertifikaten festhalten? Und der Leidtragende, das ist nicht der Lebensmittelhandel. Wie BSE war, haben die Leute Schweinefleisch gekauft, die haben Geflügel gekauft. Essen müssen sie trotzdem jeden Tag. Wir Bauern, wir waren die Leidtragenden. Wir haben jahrelang gebraucht, dass der Rindfleischpreis wieder das Niveau hatte wie vor der Krise. Wir sind da wieder hingekommen, wir sind heute höher nicht. Aber wir haben jahrelang, unsere Erzeugerpreise waren nach unten gedrückt und die Rinderhalter hat das richtig Kraft gekostet. Wie groß ist der Preiskampf? Ja, der Preiskampf, der ist enorm. Ich werde es Ihnen mal an einem Beispiel verdeutlichen. Ich komme ja aus dem Spreewald und wir haben die Spreewaldgurke, die kennt jener. Die schönste Spreewaldgurke ist diese kleine, die Cornicongs, nicht? Da gibt es drei verschiedene Varianten auf dem Markt. Die eine kommt aus China, Indien. Die wird dort eingeweckt, da kriegt die Arbeitskraft $1 am Tag. Die kommen es kommt tatsächlich Spreewaldgurken aus China? Nein, nicht Spreewaldgurken, nein, die Cornicongs. Ich wollte gerade sagen. Dann komme ich zu meinen Spreewaldgurken. Die Alternativen zähle ich mal auf, ja? Gut. Es gibt drei. Der Arbeiter $1 am Tag, die packen die in Container, da gehen 200.000 Gläser rein. Der Container kostet Transport, Hamburger Hafen $2.000, also Transportkosten von 1 Cent pro Glas. Dann gibt es die Cornicongs in Deutschland hergestellt, nicht Spreewald, nur Nebenware. Ja. Da kostet das Glas fertig, wenn der Handel einkauft, 59 Cent. Der packt da 10 Cent drauf für seine Logistik, alles, dann ist das deutschlandweit zu haben für 69 Cent im Laden. Unsere Spreewaldgurke, regionale Herkunft, europaweit geschützt. Vor Ort produziert mit frischen Kräutern. Ein bisschen dürfen wir zumachen, weil Pfeffer und so hier nicht wächst. Nicht. Die kostet in der Herstellung 79 Cent das Glas. Dieses Glas verkauft der Handel für 1,60 Euro. Er haut da 100% drauf. Ja? Und der muss unsere regionale Ware muss dann praktisch diese nur Nebenprodukte mit durchziehen, damit der Handel da noch was dran verdient. Aber die muss er im Sortiment haben, damit die Leute hinkommen und kaufen. Nicht. Verkauft der Handel lieber die günstigeren, weil da mehr Profit hintersteckt? Das kann ich Ihnen sagen. Ich vermute, dass der Handel eine Mischkalkulation macht, wie Händler das so machen. Und aus der Mischkalkulation natürlich ein Ergebnis für sie herauskommt. Aber das ist doch eigentlich nicht in Ordnung, weil für uns wäre es doch sinnvoller. Und auch die Verbraucher wollen doch lieber regionale Produkte. Und richtig, in diesem das nutzt Fall, der Handel aus. Exakt, genau. Aber in diesem Fall sozusagen wird auf das regionale Produkt ein Riesenmehrwert für das Unternehmen draufgeschlagen. Und damit werden die anderen sozusagen subventioniert. Und richtig. Das ist eigentlich nicht in Ordnung, weil die Verbraucher wollen eigentlich regional. Deshalb wäre es eigentlich viel sinnvoller zu sagen, wir stärken regional, weil das sind kurze Wege, das ist mehr Transparenz, kann weniger passieren. Also eigentlich müsste der Handel sagen, okay, diese Spreewaldgurke müsste im Verhältnis zu den anderen eher günstiger sein, von den anderen subventioniert werden. Also was sagen Sie denn da als Lebensmittelverantwortlicher in dieser Runde? Ich denke mir, der internationale Aspekt ist ein sehr wichtiger und der gewinnt auch extrem an Bedeutung in der ganzen Diskussion um globalisierte Warenströme. Ich denke, man sollte sich aber auch vergegenwärtigen, dass die Regionalisierung nicht die Lösung für alles sein kann. Wir sind es gewohnt, internationale Speisen in Deutschland anzubieten. Gut, jetzt sprechen wir über Gurken, die wir überall kriegen können. Und die wir alle gerne Tomaten. Die wir wollen ja diese regionale Gurke. Ja, die regionale Gurke sollten wir auch behalten, wobei ich natürlich auch die bayerischen Gurken gut finde. Und ja, sag ich ja regional. Ich setze mich jetzt mehr für die bayerischen Gurken ein. Dazu bräuchten wir ein verlässliches Kennzeichnungssystem und das fehlt uns doch. Gut, Sie haben, um da mal kurz bei zu bleiben, Sie haben gesagt, der globalisierte Markt wird immer wichtiger. Also nochmal die Frage, ist es da eben bequemer, günstiger, billiger, einfacher zu sagen, wir setzen darauf, als eben auf regionale Produkte? Es geht nicht um günstiger oder einfacher, sondern die regionalen Produkte haben. Worum geht's dann? Es geht darum, dass der Verbraucher sagt, ich möchte eine regionale Gurke haben oder der Verbraucher sagt, ich möchte eine günstige Gurke haben. Und beide Gurken kann er kaufen. Da sind wir ja beim Preis. Also der sagt ja nicht, da sind wir beim Verbraucher. Da sind wir beim Verbraucher und bei dem sogenannten Auftraggeber, der ja die Produkte dann auch kauft. Es gibt ja eine große Verantwortung bei der Kaufentscheidung bei demjenigen, der dann im Regal steht und die Entscheidung trifft, welches Produkt er nimmt. Was Frau Höhn gerade sagte, was jetzt ja auch momentan tatsächlich diskutiert wird, ob regionale Produkte dann nicht möglicherweise tatsächlich sozusagen für günstiger angeboten werden können. Zumindest nicht zum doppelten Preis. Ich meine, hier ist ja das regionale Produkt, subventioniert die anderen und das finde ich nicht in Ordnung. Warten wir mal noch, wenn der Mindestlohn kommt und wir den Erntehelfern, da sind ja oft ausländische Erntehelfer, weil es ja eine enorme Arbeit ist, in einer kurzen Zeit die Gurken zu pflücken. Und die müssen wir 8,50 Euro geben, nicht? Dann verteuert sich das Glas auf 1,11 Euro. Wenn er dann noch mal seine 100% draufschlägt, sind wir bei 2,22 Euro.
Beispiel, das Riegel. Ja, aber ich meine, wenn er dann 1,25 Euro nimmt, ist er billiger als vorher. Also insofern, und dann hat derjenige, der gearbeitet hat, auch noch einen fairen Lohn. Also insofern, wir wollen jetzt nicht in die Mindestlohndebatte einsteigen. Ja, aber es ist halt dieses Problem der fehlenden Transparenz, dass der Verbraucher eben nicht erkennen kann, unter welchen Bedingungen ist das Roherzeugnis produziert worden und wie viel ist quasi dann noch an der Verarbeitung hängen geblieben. Glauben Sie, das möchte der? Der Verbraucher fragt. Sie lesen doch alle nur in der Zeitung, Montag, Angebot, was ist günstig, darf ich nicht fragen. Doch gar nicht, also der wo das europäische herkommt. Bürger, der deutsche Bürger, der deutsche Verbraucher Sie möchte sind Verbraucherschützer. Gerne, Sie möchte müssen das unterbinden, dass der Lebensmittel einen verramscht und dass er Lebensmittel teilweise bei Molkereiprodukten unterm Einstandspreis verkauft. Wie kann denn das sein? Aber, wenn der Lebensmittelhandel auf die Verbraucher hören will. Und Verbraucher erstmal das auch erkennen können. Und da müssten wir viel stärker, zum Beispiel doch vom Lebensmitteleinzelhandel jahrelang trainiert worden, aber dann ist ja die Werbung, dann sind die Bilder, die suggerieren was vollkommen anderes, als in dem Produkt drin ist. Also dann muss der Verbraucher auch die Möglichkeit haben, das zu erkennen. Bei den Eiern haben wir es ja gesehen. In dem Moment, wo das Käfig als gekennzeichnet war, haben die Leute gesagt, das wollen wir nicht mehr kaufen. Und genau solche Kennzeichnungen müssen wir bei den anderen Sachen auch haben. Uns fehlen ja eigentlich die Instrumente für einen richtigen Qualitätsmarkt. Wir haben das auch in eigenen Studien eben wirklich darlegen können, dass derzeit einfach die Rahmenbedingungen dafür gar nicht da sind, dass der Verbraucher wirklich die ausreichende Glaubwürdigkeit der Informationen über die Produkte bekommt und dann eben auch bereit ist, einen höheren Preis zu bezahlen. Das heißt, wir haben hier ein Vertrauensproblem und in der Vertrauenskrise bezahlt man nicht oder kann man eigentlich, oder das ist die Voraussetzung für einen Qualitätsmarkt. Also was wir jetzt brauchen, ist nicht, dass die Verbraucher zu wenig Interesse daran hätten, Herkünfte gekennzeichnet zu haben. Sie fragen diese Produkte ja auch nach. Aber wenn Sie zum Beispiel die geschützte geografische Angabe, das ist ein Kennzeichnungssystem der EU, danach, wenn Sie die Verbraucher fragen, was erwartest du jetzt hier von dieser regionalen Auslobung, dann sagen sie, natürlich wollen wir auch gerne, dass der Rohstoff, der aus diesem Land kommt, was benannt ist. Fakt ist aber, dass mit dieser Auslobung lediglich ein Verarbeitungsschritt benannt sein kann. Also bekommt der Verbraucher da eben keine Informationen. Schwarzwälder Schinken ist so ein Beispiel, wo die Schweine natürlich nicht aus dem Schwarzwald kommen, sondern irgendwo günstig auch eingekauft werden können. Und das halten wir eben für eine Verbrauchertäuschung. Deswegen ist es eben jetzt wirklich auch die Frage, wenn wir in Richtung Qualitätsmarkt wollen, wenn man den Verbraucher mitnehmen will, dass er auch wirklich mehr Vertrauen gewinnt, wieder in die Redlichkeit sozusagen des Handels und der Hersteller, dann muss man ihm verlässliche Instrumente anbieten. Wir sagen immer, wir brauchen ein paar Leitlabel, nicht diese Flut von Labeln, sondern zum Beispiel für den Tierschutz oder auch die Regionalität ein wirklich verbindliches, zuverlässiges Label, wo auch der Staat mit kontrolliert und wo dann die Verbraucher auch sagen können, okay, wenn das so ist, dann bin ich auch wieder gerne bereit, in den Qualitätsmarkt zu investieren. Kann ich mich denn derzeit, es gibt ja tatsächlich einige Label, es gibt auch viele Bio-Label, kann ich mich denn überhaupt auf die verlassen? Nein, es gibt Label, die sind staatlich geschaffen sozusagen. Das europäische Bio-Label ist so eins, wo sich... Aber das habe ich doch sowohl bei dem Discounter-Produkt als auch bei... Ein Produkt von nebenan. Das Problem ist, dass wir manchmal Label haben, die sind eben nicht unterstehen keiner staatlichen Kontrolle, sondern da geht ein Hersteller eben hin und sagt, ich schaffe mir quasi meinen eigenen Standard und den kann ich dann auch für mich selber kontrollieren. Das ist natürlich schafft natürlich eine geringe Glaubwürdigkeit. Der nächste Schritt wäre, dass selbst bei einem privaten Label man hingeht und sagt, wenigstens dann, wenn schon nicht vom Staat, aber dann zumindest von einer unabhängigen externen Zertifizierungsstelle, die dann guckt, ob das, was ich verspreche, auch den Tatsachen entspricht. Da hat man dann tatsächlich auch kontrolliert möglicherweise. Ja. Glauben Sie, dass die Verbraucher fast darauf geschult sind, eben möglichst billig, möglichst günstig, manche können vielleicht nicht anders, weil sie tatsächlich das Geld nicht haben, sich teurere Bioware zu kaufen, aber ist das eben mittlerweile so, dass wir darauf geschult sind, wir wollen das alles billig haben und man gar nicht mehr den Mehrwert weiß und gar nicht weiß, wie sowas hergestellt wird? Ja, das ist meine Auffassung, nicht? Letztendlich arbeiten ja nur noch unter 2% der Bevölkerung aktiv in der Landwirtschaft. Das bedeutet ja, dass 98% überhaupt nichts mehr mit der Landwirtschaft zu tun haben. Und wenn man mal auf die grüne Woche, wir machen da mal Aktionen auf dem Erlebnisbauernhof, so einen Tag der Bildung, wo die Schulen aus Berlin kommen können. Und dann bin ich immer ganz entsetzt, dass manche Kinder gar nicht mehr wissen, was ist nur hier Rind und was ist Schwein. Wenn er eine gute Lehrerin ist, die weiß noch, dass das Rind ist, die Frage, wo kommt die Milch raus, dann ist ganz aus. Das ist ja erschreckend, ist das für ein Landwirt, das zu sehen, nicht? Und dann gibt es ja diesen unheimlichen Druck auf diesem Lebensmittelmarkt. Der Bäcker Sonnenschein sagte, 160.000 Produkte, die finden Sie an keinem Markt, nicht? Da finden Sie vielleicht 10% davon. Die anderen wollen aber auch alle gelistet werden. Und da gibt es ja einen wahnsinnigen Run, wer wird nun gelistet? Und letztendlich ist das ein Feilschen um Fan. Also wer kann wo seine Waren anbieten? Richtig. Mhm. Und wer nicht spurt, der fliegt raus hier, nicht? Wenn der keinen Auslistungsrabatt wird, der Druck immer größer gewährt von der Lebensmittelindustrie? Ja, auf alle Fälle, bei den Eiern. Eier ist ein frisches Produkt. Das muss innerhalb von 30 Tagen muss das vom Markt sein. Ansonsten geht es in die Industrie und da ist es ja
nicht da mal mehr das wert, was es in der Herstellung gekostet hat. Nicht? Und da haben wir auch noch diese mit diesen Käfigen. Damals war ja Ihre Partei die Käfige abgeschafft. Genau. Wir waren Vorreiter in Deutschland. Ich habe das vor Gericht durchgesetzt. Insofern, ich bin die Schuldige. Wir haben die Hühner, die Arbeitsplätze, die Investitionen ins Ausland gebracht. Und jeden Tag fahren auf der A2 die Eier aus dem Käfig aus Polen nach Deutschland. Die sind heute noch in Shampoo, die sind in Kekse, die sind in Nudeln. Der Selbstversorgungsgrad ist auf 60% geschrumpft. Wem ist nur das Huhn geholfen, nicht? Wenn es nur da in Polen im Käfig sitzt, das Ei immer noch produziert. Und da sage ich, der Tierschutz ist nicht teilbar. Wir haben in Deutschland so einen hohen Standards. Jetzt müssen auch mal die Nachbarländer nachziehen. Es kann ja nicht sein, dass, ich sage mal, im Vergleich mit 100-Meter-Lauf, die Nachbarn starten hier mit Turnschuh und Turnhose und wir rennen mit Gummistiefel und Rucksack und müssen uns mit dem im Wettbewerb stellen. Ja, die Diskussion ist ja ganz schädlich für die Landwirte. Also da muss man ja wirklich sagen, da tun sie ja irgendwie ihren eigenen Landwirten nichts Gutes, wenn sie so argumentieren, dass sie sagen, es sollen die anderen machen. Das ist doch eine Chance auch für die Landwirtschaft zu sagen, wir können was besonders gut. Wir wollen das ja selber machen. Sie mit dem Verbraucher kommunizieren, müssen sie sicherstellen, dass er nachvollziehen kann, was im landwirtschaftlichen Betrieb passiert. Sie hatten gesagt, die Verbraucher sind weit entfernt von der Realität der Landwirtschaft. Sie selber aber, die Landwirtschaft bemüht sich aber auch sehr häufig, diese idyllische Vorstellung von Verbrauchern auch aufrechtzuerhalten. Das ist ja gar nicht wahr. Das macht der Handel mit seinen Bildern. Ja, wir als Bauern sagen, wir machen Tag die offenen Höfe, wir machen Brandenburger Landtag. Wir machen jetzt Kuhstallfenster, um die Leute ranzuholen, dass sie sehen, wie es im Stall läuft. Weil der Handel hat doch ein ganz falsches Bild. Wo man kleine Küken sieht, das sieht ganz niedlich aus, aber wenn sie größer sind, eingefärbt, das Bild ist doch aber nicht von uns Bauern. Das macht doch der Handel, um seine Produkte nicht zu bewerben. Gut, aber das sind dann auch Höfe. Wir jetzt nochmal mit den Eiern. Wissen Sie, diese Bundesregierung, ja, die gibt Hermes-Bürgschaften von 35 Millionen Euro an die Ukraine, damit die dort Käfige aufbauen können, die hier nicht mehr erlaubt sind. Und da muss ich sagen, das finde ich eine falsche Politik. Ja? Richtig. Also wir sollten was anderes machen. Wir sollten hingehen und sagen, wir haben es beim Frühstücksei erreicht, dass die Leute sagen, wir nehmen kein Ei mit A3, kein Käfigei. Dann sollten wir das bei verarbeiteten Produkten genauso machen. Richtig. Und in dem Moment, wo es da gekennzeichnet ist, dann haben sie da auch keine Käfigeier mehr drin. Da bin ich sehr sicher. Genau. So, und aber warum haben sie das damals nicht gemacht? Sie haben nur das frische Ei. Das muss auch bei den Keksen, bei den Nudeln muss oben stehen, aus Käfig halten. Das ist ein Versäumnis der Politik, doch nicht uns Bauern. Nee, ich hab sie auch gar nicht angegriffen. Ich habe nur gesagt, ich bin ja gar nicht so. Sondern der entscheidende Punkt ist doch, wenn Sie sagen, ja, bei den anderen ist es ja noch nicht so weit, dann wollen wir es auch nicht machen. Das heißt, es gibt nie einen Vorteil. Ja, aber so haben Sie immer argumentiert. Grundsätzlich geht es darum, dass sozusagen dieses Gesetz noch ausbaufähig ist und man da noch Veränderungen machen kann. Aber wird der Verbraucher letztendlich nicht tatsächlich dazu erzogen, auch vom Handel, wirklich aufs Billige zu gehen? Wenn ich daran denke, ich gehe in einen Supermarkt, habe ich tatsächlich das Angebot, dieses Angebot, das Schweinefleisch heute für 1,19 Euro. Sollte da nicht tatsächlich versucht werden, den Verbraucher auch dadurch zu erziehen? Oder sagen Sie, das ist nicht meine Aufgabe? Also meine Aufgabe, die Aufgabe der Lebensmittelhändler, den Verbraucher zu erziehen. Ich glaube, es ist immer schwierig, Verbraucher zu erziehen. Mit Ihrer Werbung erziehen Sie die Verbraucher auf Zucker, auf Fett. Also insofern, Lebensmittel. Und Sie erziehen sie einfach mit der Werbung in die falsche Richtung. Also ich habe schon gemerkt, dass Sie in die Richtung Kennzeichnung gehen wollen. Und ich halte es für sehr wichtig, dass man das ganze Thema Kennzeichnung sich in Ruhe anschaut und sich überlegt, wie man die Kennzeichnung den Erfordernissen anpasst. Es gibt ja Forderungen bei der Kennzeichnung, bestimmte Dinge bei der Kennzeichnung wegzulassen. Und es gibt Forderungen, bestimmte Dinge bei der Kennzeichnung dazuzufügen. Und es gibt bestimmt sehr viele Möglichkeiten, darüber zu reden, wie man eine Lösung findet. Ich stimme Ihnen dazu, dass man bei bestimmten Produkten auch eine Kennzeichnung machen sollte, wo momentan gar keine Kennzeichnung drauf ist, weil noch niemand auf die Idee gekommen ist, das überhaupt zu kennzeichnen, wie wir es jetzt gerade bei Shampoo gehört haben. Aber das halte ich für absolut diskussionswürdig und man muss da eine Lösung herbeiführen. Aber Sie machen es doch nicht. Aber eins muss ich sagen, weil bei allen Diskussionen ist es immer sehr wichtig zu unterscheiden, worüber man redet. Bei Lebensmitteln, glaube ich, übersüchtig zu reden, ist ein absolut... Habe ich gar nicht gesagt. Ich habe Sie gerade so verstanden. Nein, ich habe gesagt, Sie erziehen die Verbraucherinnen und Verbraucher Richtung Fett und Zucker. Ich habe gar nicht von süchtig geredet. Sie hatten im Hinterkopf nämlich
den Artikel im Spiegel und der hat über Suft geredet. Also richtig, insofern ist das gut, dass dieses Thema jetzt aufkommt. Weil dieses Thema ist selbstverständlich. Aber ich will vielleicht eins sagen, wenn Sie sagen, aber selbstverständlich sollen die Verbraucher entscheiden und sie sollen eben auch eine gute Kennzeichnung haben. Wir haben als Verbraucherschützer haben wir gesagt, wir wollen eine Kennzeichnung auf den Produkten haben, damit die Leute sofort sehen kann und ganz einfach sehen können, mit den Ampelfarben ist da sehr viel Zucker drin, ist da sehr viel Salz drin, ist da sehr viel Fett drin. Und dann können Sie selber entscheiden, okay, da habe ich jetzt schon genug von gegessen heute, das lasse ich jetzt mal. Genau das haben Sie mit sehr viel Geld verhindert. Sie haben damals eine Kampagne gemacht auf EU-Ebene, die 1 Milliarde Euro gekostet hat, um zum Beispiel die Ampel zu verhindern und übrigens auch die Kennzeichnung von Fleisch, sag ich mal, in Fertigprodukten. Also das, was wir jetzt eigentlich diskutiert haben bei dem Pferd oder Rind in der Pizza oder in diesem Fall eben in der Lasagne. So, also das heißt, Sie sagen, ja, wir wollen Kennzeichnung, aber de facto Ihr Handeln, also nicht Ihr persönliches, aber das Ihres Verbandes, dass der Funktionäre auf EU-Ebene ist, jede vernünftige, einfache Kennzeichnung für Verbraucher zu verhindern. Da haben Sie die Chance, einmal darauf zu antworten. Der Punkt ist ja die Frage, was ist vernünftig und was ist einfach. Weil die Diskussion, die sich im Zusammenhang mit... Das wollen die Verbraucher und Sie fanden es einfach und vernünftig. Aber Sie haben entschieden, gut, jetzt haben Sie einmal die Chance, weil wir sind fast am Ende der Sendung. Der Schwarzwälder Schinken einen roten Punkt gekriegt, ist dann das, ihr wollt? Wir wollen jetzt auch gar nicht über Dickmacher oder weiteres reden, sondern es geht tatsächlich jetzt gerade noch mal eben darum, wie der Verbraucher sozusagen auch geschult ist, Sachen einzukaufen. Sie möchten jetzt darauf nicht antworten. Gut, dann kann ich hier weitermachen. Heute ist Tag der gesunden Ernährung. Muss sozusagen mehr Wissen vermittelt werden, auch dem Verbraucher zu sagen, du kannst schon bewusst gewisse Sachen entscheiden oder ist es eben zu einfach, es auf den Verbraucher zu schieben? Was ja auch gerne gemacht wird. Verbraucher sind in vielfältigen Lebenssituationen. Es gibt den, sag ich mal, wirklich viele überforderte Verbraucher, die gehen gestresst schon in den Laden, haben dann wenige Sekunden, sich aus der Palette etwas rauszusuchen, um sozusagen weiterzukommen. Und manche legen natürlich großen Wert darauf, bestimmte hohe Qualitäten zu finden, zu suchen, danach auch quasi ihr Repertoire an, wo, in welchem Laden bekomme ich das dann auszuwählen. Also die sind da quasi mit mehr Aufwand dann dabei. Für diese verschiedenen Verbrauchertypen brauchen wir halt alle eine Lösung. Aber die Lösung kann eigentlich immer nur die sein, dass ich wahrhaft bin in der Kommunikation und dass wir diese Vermengung, die wir derzeit finden, zwischen verbindlicher Kennzeichnung, weil sie gesetzlich vorgegeben ist, und eben auch diesen ganzen Marketinginformationen, die teilweise sehr irreführend sind, die auch ganz gezielt eingesetzt werden, um dem Verbraucher was anderes zu suggerieren, als dann tatsächlich in dem Produkt drin ist. Und diese Art der Verbrauchertäuschung, die müssen wir wirklich unterbinden. Und das Entscheidende ist aber immer, den Verbraucher mitzunehmen und ihn zu fragen, was verstehst du, welche Erwartungen hast du bei welcher Abbildung zum Beispiel oder auch in die Richtung, was möchtest du eigentlich für Produkte haben? Und da kann ich Sie ja noch nur unterstützen, dass man eben natürlich, wenn Verbraucher sagen, auch diese Ampel schafft eine gute Orientierung, ich möchte die gerne haben, dann kann man sich eigentlich nicht gegen so etwas stellen, weil letztendlich wissen wir alle, wir haben auch ein Problem mit Lebensmitteln, die einfach per se schon recht ungesund sind. Und die sollten eigentlich zunehmend vom Markt verschwinden und nicht noch mit hohem Werbeetat beworben werden dürfen. Herr Becker-Sonnenschein, es gibt verschiedene und viele Lebensmittel, Wirtschaftsverbände, Vereine, da gibt es tatsächlich einige Organisationen. Sie sind, glaube ich, seit 3 Monaten auf dem Markt, sage ich jetzt mal, ja, um in der Sprache zu bleiben, und möchten eigentlich so ein bisschen das Image aufpolieren. Wie wollen Sie das jetzt gerade machen? Durch Gespräche, durch Gesprächsangebote, durch Teilnahme am Dialog, durch Zusteuern von Studien und Know-how, wie Sie es gerade auch angesprochen haben. Wir werden einen Beirat hoffentlich bei uns in dem Verein mithaben, von dem wir auch wissenschaftliche Studien dann angeboten bekommen, gemeinsam arbeiten werden, um dann eben zu bestimmten Themen Lösungen zu finden, die man gemeinsam herbeiführt im Gespräch miteinander und nicht gegeneinander. Und das ist mir eigentlich das Allerwichtigste. Vielen Dank für die angeregte Diskussion hier in der Phoenix-Runde. Wir sind gespannt, welcher Lebensmittelskandal nächste Woche in den Zeitungen oder bei der Phoenix-Runde diskutiert wird. Ihnen auch herzlichen Dank fürs Zuschauen und einen schönen Abend noch. Bis dahin. Tschüss.